Wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Valiant Hearts. Ich muss jetzt selber erstmal gucken. Wo gehe... Ah, hier ist offensichtlich was. Okay, wir brauchen eine Feder und ein Tintenfass, weil wir was schreiben wollen. So, wo könnten wir das denn wohl finden? Hier vielleicht? Guck mal, da ist ein Tintenfass. Schöner Fuß. Zeig ihn mir nochmal. Ja, das ist ein haariger Fuß. Aber ich bin mir... Zeig ihn nochmal. Na ja, haariger Fuß. Okay. Ich glaube, meiner ist haariger. Kann ich ihn nochmal kurz sehen? Nein, okay, hast gewonnen. Okay, wir suchen dir einen Socken, damit ich nicht mehr diesen haarigen Fuß ansehen muss. Ist ja widerlich. Okay. Ah, hier kann ich hoch. Das will ich aber erstmal noch. Da oben hängt ein ganz spannender Socken im Stacheldraht. Und der. Den müssen wir bestimmt vorher waschen, sonst sagt er. Alter, voll eklig. So, neues Tagebuch. Oh Gott, da sind bestimmt auch schon 18 neue Einträge. Ein echter Glückspilz? Hier gibt es diese riesige Kathedrale, die mich an dich denken lässt. Sie haben mich zur Armee zurückgeschickt. Das wird meine Suche nicht erleichtern. Was? Ich steige hier gerade nicht so ganz durch. Ach, okay, das war noch das davor. Diese verwünschten Granaten wären beinahe mein Ende gewesen. So dicht vor meinem Ziel werde ich auf keinen Fall aufgeben. Offenbar heißt ihr Anführer von Dorf. Ich werde ihn erwischen. Alle anderen sind nur Figuren in seinem Spiel gegen mich. Hatte ich das schon vorgelesen? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hatten wir Anna, glaube ich, noch nicht. Ich steige hier irgendwie nicht mehr durch. Es ist irgendwie... Ich mache jetzt erstmal hier mit ihr weiter. Je größer er wird, desto mehr erinnert mich Viktor an Karl. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht an ihn denke. Die Deutschen requirieren unsere Ernte. In Deutschland muss Nahrungsmangel herrschen. Es ist mir gelungen, etwas für den nächsten Winter auf die Seite zu schaffen. Ich kann das Ende dieses albernen Krieges kaum erwarten. So, 22. April haben wir allgemein noch nicht, ne? Heute Morgen haben wir in Ypern auf Befehl von Dorfs einen Wissenschaftler. Doch, das hatten wir. Das hatten wir auf jeden Fall. In dem Wissenschaftler erinnere ich mich. Das müsste aber neu sein. Ich hatte solche Angst, als ich heute den Absturz des Zeppelins mit ansehen musste. Zum Glück war Vater nicht an Bord, weil ihn der Baron bereits in einem Flugzeug weggebracht hatte. Es ist mir gelungen, Emils Schwiegersohn zu retten, bevor sie ihn in ein Kriegsgefangenenlager geschickt haben. Seine Beine waren in einem kritischen Zustand. Ich begleite ihn, um dafür zu sorgen, dass er die richtige Pflege bekommt. Ich werde Anna nie genug dafür danken können, dass sie Karl nach dem Absturz des Zeppelins gerettet hat. Das Wissen, dass er nicht mehr an der Front, sondern ein Kriegsgefangener ist, hat mich beruhigt. Ich bin so erleichtert, dass er in Sicherheit ist. Ich hoffe, Marie kommt in Saint-Mihiel trotz der Besetzung durch die Deutschen zurecht. Ja, mit der Kriegsgefangenschaft war das, glaube ich, im Ersten Weltkrieg noch längst nicht so übel wie im Zweiten Weltkrieg. Da hat man, ich meine, natürlich waren es gefangene gegnerische Soldaten, die man jetzt nicht unbedingt mit größtem Respekt behandelt hat, aber man hat sich zumindest ein ganz klein bisschen um sie gekümmert und hat sie nicht einfach irgendwo verrecken lassen und Sklavenarbeiten verrichten lassen. Also natürlich mussten die auch Arbeiten verrichten, aber ich glaube, es war im Zweiten Weltkrieg dann doch etwas heftiger. Ne? Achso, einmal neu.
So, das einmal, wenn ihr zwischendurch lesen wollt. Was möchte er denn hier? Er sagt, ich kann hier nicht durch. Ah nee, das sagt es den anderen. Verstehe. Die holen sich hier alle ihr Brot ab, okay. Kläfft er da oben die Taube an. Okay, diese Schale können wir nicht mitnehmen. Hier geht sonst auch nichts weiter, ne? Nein, ich will jetzt noch keinen Tipp. Ich will erstmal selber gucken. Komme ich hier? Nee. Gut, dann stiefeln wir hier doch erstmal hoch. Da liegt nämlich links auf jeden Fall auch irgendwas hinter dem Stein. Spielkarten. Die Tage in den Gräben zogen sich hin. Und um die Langeweile zu besiegen, spielten die Soldaten Karten, lasen, schrieben und formten Gegenstände aus den Materialien, die ihnen in die Hände fielen. Ja, die Deutschen spielten am liebsten Skat, die Franzosen Manil und die Briten und Amerikaner Brack oder Pontoon. Wobei ich weder Brack noch Pontoon kenne. Eins davon könnte Bridge sein, ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich ist weder das eine noch das andere Bridge und ich habe einfach keine Ahnung. Aber hey, wer weiß das schon. Das ist mit Abstand der widerlichste Socken, den ich jemals gesehen habe. Lustigerweise hängt er gleichzeitig an unserer linken und an unserer rechten Seite. Weil, also jetzt hängt er ja quasi an der rechten Seite von Emil und wenn er sich jetzt umdreht, zack, hängt er an der linken. Also entweder ist das ein geheimer Klonsocken, der jetzt auf beiden Seiten hängt. Oder es ist ein ultra krasser Teleportsocken, der sich immer auf die Vorderseite... Jetzt hängt er hinten. Das macht schon gar keinen Sinn. Jetzt hängt er wieder... Ja, egal. Hallo, guter Mann. Ich habe diesen extrem widerlichen Socken gefunden. Was allein? Ja, okay. War mir schon klar, dass du einen sauberen Socken willst. Nun gut. Hier können wir auf jeden Fall wahrscheinlich Wasser erhitzen. Die Frage ist, wo bekommen wir Wasser her? Lag nicht auch irgendwo noch Seife rum? Ich bin mir nicht sicher. Okay, hier ist... Okay, ich glaube, die sind nicht so richtig glücklich. Aber hier... Kann ich da nicht die Seife? Nein. Okay, die sind auf jeden Fall nicht so richtig glücklich, wenn ich den Socken da rein tue, was ich verstehen kann. Stellt euch mal vor, ihr steht da beim Abwaschen und dann kommt einer mit der widerlichsten Socke der Welt, sogar mit so einer kleinen Aufschrift, dies hier ist die widerlichste Socke der Welt, und schmeißt die in euer Abwaschwasser. Das wäre schon ein bisschen widerlich. Ich glaube, da würde ich mich auch aufregen. So, aber kann ich denn... Verdammte Hacke. Kann ich die Socke werfen? Nee, auch nicht. Kann der Hund was machen? Nee, also hier auf jeden Fall nicht. Vielleicht können wir mit der Taube da oben was machen, aber auf jeden Fall noch nicht jetzt. Ach, guck mal. Der Hund kann Brot mopsen. Aber was habe ich denn davon? Wenn wir mit dem Brot die Taube anlocken? Macht das Sinn? Ich habe keine Ahnung. Gib mir doch mal das Brot. Hey, ich kann dem Hund die Socke auf den Kopf stellen. Aber ich kann ihm nicht das Brot abnehmen. Okay. Nee, jetzt. Das ist schon so richtig bescheuert. Aber okay. Was könnte ich denn jetzt mit der Socke und ich könnte das Brot in die Socke tun? Nein, das macht keinen Sinn. Ja, okay. Kriege kein Brot von dir, das ist in Ordnung. Aber es möchte ja auch gar... Also, möchte hier irgendjemand Brot? Ich bin mir irgendwie nicht sicher. Ich wüsste jetzt nicht, wer. Möchten die hier Brot? Nein.
Ah, ich habe natürlich gar nicht auf den Typen oben links. Ah, guck mal, was haben wir denn da? Jetzt hat er das Brot da hingelegt. Ja, das ist ja ganz super. Komm, nimm's wieder mit. Ja. Okay, was haben wir denn da gerade gefunden? Oh, eine Tabakdose. Tabakdose aus einem Munitionsgehäuse. Leere Munition wurde oft einer neuen Verwendung zugeführt. Einige explodierte Metallteile waren schon von ästhetischem Wert. Falls nicht, legten die Soldaten selbst Hand an, um nützliche Dinge daraus zu gewinnen. Tabak war wertvoll, daher war den Soldaten daran gelegen, ihn trocken zu halten. Viele Berichte aus den Gräben zeigen, wie wichtig die Weihnachtszigarre für die Soldaten war. Das war ein besonderes Geschenk für die Truppe. Ja, manchmal sind es dann eben auch die kleinen Freuden. Gott, ich glaube, so Weihnachten, sich den Arsch abfrieren im Schützengraben, ist auch mal so ungefähr das Unlustigste, was ich mir vorstellen kann. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Tut mir leid, ich frage mal die Taube. You don't say, Alter. Wirklich? Wirklich? Ja, danke für gar nichts. Unfassbar. Kann ich die guten Leute hier mit dem Brot ablenken? Nee, kann ich auch nicht. Ach so. Was ist die? Jetzt kann ich das Brot nehmen. Hä, es macht überhaupt keinen Sinn. Ich will. Ach, guck mal, der hat die Socke gewaschen und dahin gehängt. Voll gut. Okay. Jetzt ist die ihm aber bestimmt noch zu nass. Wetten? Ich probier's trotzdem. Nee, jetzt brauche ich den Tipp nicht mehr. Geh weg, du Scheißtaube. Ah, jetzt kann ich die bestimmt hier auf den Herd legen. Ah, ich bin voll gut. So. Frisch gewaschene, trockene Socke. Hier, Meister. Ah, das Brot kann ich bestimmt nach der Taube werfen und dann kriege ich eine Feder. So wird es laufen. Hier gibt man das Brot. Kann ich? Hm. Oh. Verdammt, ich habe aus Versehen die Windows-Taste gedrückt und wenn ich sie jetzt loslasse. Ha, nochmal gerettet. Ja. So. Aber. Okay, ich kann das Brot offiziell nicht werfen. Das verwirrt mich. Das verwirrt mich. Okay. Ah, ich kann das Brot in die Schale legen und dann kommt die Taube runter. So, lass mal der Hunter weg. Haha. Das geht doch. Meine geliebte Tochter. Ich habe Neuigkeiten von Karl. Er scheint außer Lebensgefahr zu sein. Er ist noch im Lager bei Reims. Ich hoffe, ich erhalte die Erlaubnis, ihn zu besuchen. Vielen Dank für das Foto. Es bedeutet mir so viel. Oh oh. Nein, Freddy, warum denn? Nein. Ach so, ich muss schon laufen. Aber ich dachte, das wäre gerade noch Cutscene. Irgendwie, war massiv verwirrt. Oh, alles explodiert. Da sammle ich doch mal diesen Helm ein und nehme mir die Zeit, den Grill durchzulesen. Ein durchlöcherter Helm konnte mit Kohle und Holz gefüllt und als Grill oder Heizung verwendet werden. Obwohl die Helme aus Metall gefertigt waren, boten sie nur einen geringen Schutz vor feindlichen Kugeln. Ja.
Okay, da komme ich nicht raus. Alter, was geht denn hier ab? Ja. Lass mich halt laufen. Das war knapp. Oh Gott, hier durch die Suppe? Ernsthaft? Oh oh. Hier fliegt doch auch gleich irgendwas weg, das war total klar. Und nochmal. Weg. Hey, Dynamit. Als würde hier nicht schon genug explodieren. Kann ich was mitnehmen? Nein, ich glaube, ich sollte einfach laufen. Dreh! Och, echt jetzt? Ja, wenigstens muss ich nicht wieder ganz von vorne anfangen. So, jetzt Stratz hier runter und das Rädchen gedreht und weiter. Ich ahne Böses. Wir gehen jetzt wieder zurück? Ja. Nicht doch. Hier links noch was? Tatsächlich. Die Offiziere erhielten Pfeifen, um den Soldaten zu signalisieren, wann sie angreifen sollten. Der Klang der Pfeife wurde zum Symbol für die Reise ins Ungewisse, wenn die Soldaten aus den Gräben ins Niemandsland stürmten. Auf jeden Fall Holz, da komme ich bestimmt irgendwie ran. Wie soll ich denn bitte diese Kiste aufkriegen? Hat die irgendwo ein Brecheisen oder sowas? Okay, ich kann die Kiste. Also ich kann sie wahrscheinlich hier hinziehen, damit das Holz da reinfällt. Wenn das denn geht. Aber ich kann sie ja auch gar nicht aufmachen. Also, vielleicht kann ich sie einfach verhauen. Nein, kann ich nicht. Ah, come with me, bro. Also da, aber da kann ich doch. Also ich würde mal vermuten, ich brauche jetzt irgendein Item. Ach, Moment, ich habe voll die gute Idee. Ich schiebe das Ding jetzt erstmal nach da. Dann kletter ich darauf. Dann haue ich hier mal gegen die Schnur. Okay, sieht aus, als bräuchte ich irgendwas zum Durchschneiden. Die Frage ist nur, was? Ich sehe hier nämlich nichts. Irgendwo durch? Nee. Wenn ich jetzt den Tipp aufrufe, sagt er mir bestimmt, schieb die Kiste doch mal vor das Holz. Ich würde auch diese Kiste gerne aufmachen, weil da vielleicht was Nützliches drin ist, aber auch das geht irgendwie nicht. Die Erde wegbuddeln kann ich auch nicht. Hier hilft mir auch keiner, ne? Nee, wozu auch?
Nein, da ist Holz. Was für ein super Tipp. Ey, für wie dumm halten die einen eigentlich? Also ich meine... Okay. Manchmal bin ich auch einfach ein bisschen bescheuert. Idee des Tages. Das war total clever. Ich werfe auch immer mit Holz auf Bomben. Spitzenidee.